Herzlich willkommen in der evangelischen Stadtkirche am Marktplatz in Karlsruhe. Wir befinden uns hier im Altarraum im vorderen Bereich der Kirche. Mein Name ist Christian Markus Reiser. Ich bin Kirchenmusikdirektor an der Stadtkirche hier in Karlsruhe und ich lade Sie ein, einen Blick mit mir ins Innere der Kirche und ihrer Chororgel zu werfen. Wie viele große Kirchen hat auch die evangelische Stadtkirche in Karlsruhe zwei Instrumente. In einem ersten Film haben Sie einiges über unsere Steinmeier-Orgel oben auf der zweiten Empore erfahren. Hier erfahren Sie nun etwas über unsere Chororgel des elsässischen Orgelbauers René Mahler. Die Geschichte dieser Orgel hier hängt eng mit der Geschichte der allerersten Orgel hier in der Stadtkirche zusammen. Dieses erste Instrument aus dem Hause des elsässischen Orgelbauers Johann Andreas Silbermann war ein besonders wertvolles Instrument und war ursprünglich für das Kloster in Villingen konzipiert. Die letzten originalen Teile dieses Instruments wurden mit der Zerstörung der Kirche 1944 vollends vernichtet. Mit René Mahler, der in der Nachbarschaft der berühmten Silbermann-Orgeln aufgewachsen ist und mit deren Klang vertraut ist, konnte ein innovativer und leicht exzentrischer Orgelbauer beauftragt werden, die Geschichte dieser verlorenen Silbermann-Orgel klanglich wieder in die Stadtkirche zu zaubern. Kein geringerer als Professor Horst Linde, der 1957-58 für den Wiederaufbau der Stadtkirche verantwortlich war, befürwortete und unterstützte dieses Vorhaben. Mit seinen Entwürfen hatte er ein neues Inneres in eine historische alte Hülle gestellt. Bei der Orgel hier ist es genau umgekehrt, alte Klänge in einem neuen, geradezu futuristischen Gehäuse. Mahler wollte dabei etwas in die Höhe Strebendes bauen. So haben wir uns aufgrund der Platzverhältnisse für einen skulpturartigen Turm entschieden. Das heißt, die einzelnen Werke, also die Pfeifen der einzelnen Manuale, sind übereinander angeordnet und nicht nebeneinander wie meist bei Orgeln. Hier sehen Sie die handgeschriebenen Schilder der einzelnen Stimmen. Wir nennen sie Register, französisch geschrieben. Montre, Flut, Cornet, Trompette. Wir können dabei auch einen Blick in die Orgel werfen, um die Mechanik zu sehen. Das Instrument entstand 2004/05, ist aber von der Bauweise gebaut wie Instrumente vor 200 Jahren. Rein mechanisch, natürliche Materialien wie Hanf, Leder, Holz oder Kupferdraht. Dies lässt ahnen, wie viele Stunden Handarbeit in einer Orgel stecken. Diese jahrhundertealte Handwerkskunst ist einer der Gründe, warum die Orgel zum immateriellen Weltkulturerbe ernannt wurde. Diese Verbindungen von der Taste zum Tonventil nennt man Abstrakten. Die sind hauchdünn und klappern etwas beim Spielen, denn die Wege sind beachtlich mit über 7 Meter Höhe. Jedes Land, jede Region, jede Zeit hat eigene Orgelklänge, eigene Klangcharakteristika. Und so sind wir hier sehr froh, dass wir mit zwei unterschiedlichen wunderbaren Instrumenten hier in der Stadtkirche eine großartige Orgelsituation haben. Dies lässt beispielsweise den Internationalen Orgelsommer Karlsruhe zu einem bedeutenden Forum für Organistinnen und Organisten aus aller Welt werden. Damit Sie noch eine Vorstellung vom Klang des Instruments erhalten, spiele ich Ihnen noch ein kleines, bekanntes Orgelwerk. Viel Vergnügen und vielen Dank für Ihren Besuch.